So, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, und ganz herzlich willkommen in der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Walter Kaufmann und ich leite die Arbeit der Heinrich-Böll-Stiftung in Ost- und Südosteuropa. Schon zum achten Mal veranstalten wir gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde diese Diskussionsreihe russische Alternativen. Und ich möchte Gabriele Freitag von der DGO gleich zu Beginn für die wie immer enge und freundschaftliche Kooperation sehr herzlich danken. Dieses Format stammt eigentlich aus Moskau. Dort begann Mitte der Nullerjahre, also ab 2005 oder 2006, russische liberale Intellektuelle sich halböffentlich, dann auch öffentlich zu versammeln und öffentliche Vorträge und Diskussionen zu halten zu Fragen der gesellschaftlichen und politischen Modernisierung des Landes. In einer Zeit, in der die Perspektive dafür immer schlechter wurde, wollte man dagegenhalten, indem man Konzepte und Potenziale für die Modernisierung des Landes entwirft und debattiert. Wir haben dann gemeinsam mit der DGO diese Veranstaltungsreihe nach Berlin eingeladen. Und früher nannte sich die Reihe Chodorkowski-Lesungen. Das war so war der Beginn dieser Diskussion, als Michail Chodorkowski noch als politischer Gefangener in Russland saß. Wir haben auf die Namenssendung nach der Befreiung von Chodorkowski verzichtet, weil das war ein Solidaritätsversprechen, um auf seine politische Haft aufmerksam zu machen. Jetzt ist das eine Debattenreihe, die ihren Namen russische Alternativen ganz genau trägt. Deshalb, weil wir gemeinsam mit russischen Gästen in allen möglichen Bereichen nach dem suchen, was ich alternativ nennen könnte. Ein wenig mag die Sache ja verzweifelt wirken. Zum achten Mal, Jahr für Jahr, über mögliche Alternativen zu sprechen, die sich dann doch so gar nicht zeigen wollen. In der Tat, viele der Debatten in den letzten acht Jahren kreisten um notwendige Veränderungen des politischen Systems, des Justizwesens, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der gesellschaftlichen Räume. Und meistens wurden sehr gute Ideen vorgetragen, meistens wurde mit großer Überzeugungskraft dargelegt, dass Modernisierungsschritte unausweichlich sind, schon aus wirtschaftlichen Gründen. Manchmal wurde auch die Hoffnung vorgebracht, vor allen Dingen in der Regierungszeit von Präsident Medvedev, dass nun auch notwendige Modernisierungsmaßnahmen von oberster Stelle angegangen werden. Doch letzten Endes endeten diese Treffen immer mit dem ernüchternden Fazit, dass das Potenzial für Modernisierung ja doch eigentlich da sei und groß sei und die Notwendigkeit, aber der politische Wille fehle, weil Modernisierung eben ohne politische Modernisierung nicht zu haben ist. Und diese politische Modernisierung ein zu großes Risiko für das bestehende politische System darstelle. Das also ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite sieht und erfährt jeder, der in Russland unterwegs ist und wie wir als Böll-Stiftung und wie viele von Ihnen mit russischen Partnerinnen und Partnern und Freunden arbeiten und zu tun haben, dass sich sehr vieles bewegt und sehr vieles verändert an vielen Stellen in der Russischen Föderation. Vor allen Dingen in den Städten, wo sich Menschen in unterschiedlichsten Formen engagieren, um praktische Probleme anzugehen, soziale, ökologische, kulturelle Initiativen gründen, hier und da protestieren, aber immer auch wieder Druck ausüben auf staatliche, lokale, regionale Behörden, um auch mit diesen Behörden in Interaktion zu treten und Dinge durchzusetzen, Dinge zu gestalten.
diese Erscheinung, die gibt es seit vielen Jahren, die hat es in einer gewissen Weise immer gegeben. Und doch scheint uns, dass in den letzten Jahren hier eine Dynamik entstanden ist, die über die Subsistenz hinausgeht, also darüber, dass sich Gesellschaft sowieso immer dort organisiert, wo Staat nicht funktioniert oder wo soziale, kulturelle, andere Bedürfnisse gar nicht vom Staat geregelt werden müssen. Da erhält sich Gesellschaft zum Selbsterhalt. Uns scheint aber, dass in den letzten Jahren an vielen Stellen eine neue Dynamik zu spüren ist, von der wir vorsichtig erwarten, dass sie über ihre jeweiligen direkten, konkreten, lokalen Bezugspunkte hinaus modernisierende Effekte haben könnte. Ich möchte das ganz vorsichtig so formulieren, weil genau das ist die Fragestellung des heutigen Abends. Wir wollen uns im ersten Panel zunächst einige ganz konkrete Initiativen anschauen. Wir sind sehr froh, hochinteressante Gäste aus verschiedenen russischen Regionen, von Machatschkala bis St. Petersburg, hierher bringen zu können. Und ich verspreche Ihnen sehr interessante Eindrücke aus verschiedenen lokalen Initiativen. Und im zweiten Panel wollen wir dann die Frage etwas abstrahieren und danach fragen, ob diese Annahme, dass von einer weiterwirkenden, modernisierenden Wirkung lokaler Initiativen auf Dauer zu rechnen ist, ob diese Annahme begründet ist oder nicht. Ich wünsche Ihnen einen interessanten Abend, spannende Fragestellungen und übergebe an meinen Moskauer Kollegen Johannes Vosswinkel, Leiter unseres Moskauer Büros, der Ihnen die Gäste des ersten Panels vorstellen wird. Vielen Dank. Ja, wir haben gar nicht viel Zeit heute Abend. Walter hat alles wunderbar schon vorweggenommen, meine Einführung zumindest. Deswegen komme ich gleich in medias res zur Vorstellung unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir haben zu Gast Ella Paniach. Sie ist Soziologin, Dozentin an der Hochschule für Wirtschaftswissenschaften, der Higher School of Economics, und in St. Petersburg. Und sie beschäftigt sich gerade mit oder beginnt sich zu beschäftigen mit der Frage der Modernisierung Russlands von unten, einfach gesagt. Als nächstes darf ich begrüßen Daria Baibakova. Sie ist Direktorin der Moskauer Filiale einer Wohltätigkeitsorganisation mit dem Namen Natschlirschka, Nachtasyl. Diese Organisation ist eigentlich eine Institution in St. Petersburg und ist vor kurzem auch in Moskau tätig geworden und sie wird uns darüber berichten können. Ich darf begrüßen Arsen Magomedov. Er kommt aus Machatschkala, aus Dagestan, ist Jurist und Mitbegründer einer gesellschaftlichen Bewegung, die seit 2017 in Machatschkala sich, wenn ich es etwas salopp sage, einmischt, sehr dem Credo unserer Stiftung auch folgend, einmischt in Fragen insbesondere der Städteplanung, wenn es beispielsweise darum geht, Parks zu retten, die bebaut werden sollen. Er hat übrigens mehrfach vor Gericht gegen die Stadtverwaltung von Machatschkala in Prozessen auch gewonnen. Und soweit ich weiß, interessiert sich die gesellschaftliche Bewegung auch oder engagiert sich die gesellschaftliche Bewegung auch in Fragen der Wahlbeobachtung und Demonstrationsfreiheit. Und ich begrüße ganz herzlich Almut Taran. Sie ist Diplom-Sprachmittlerin für Englisch und Hindi. Politikerin von Bündnis 90 Die Grünen. Sie hat eine Zeit, nämlich von 1999 bis 2001, im Abgeordnetenhaus in Berlin gesessen, ist jetzt Bezirksverordnete von Pankow und sitzt außerdem im Vorstand des Unabhängigen Instituts für Umweltfragen. Wir haben insgesamt gar nicht so viel Zeit, insbesondere bei so spannenden Gästen, 1 Stunde 15 Minuten. Wir werden, denke ich, so etwa 50 Minuten hier auf dem Podium sprechen und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit für Sie, Fragen zu stellen an unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich würde ganz gerne wenn das erlaubt ist, sozusagen mit einem Vertreter der Minderheit auf dem Podium beginnen. Ich würde gerne Arsen, wir sind ja weniger Männer als Frauen hier, Arsen gleich zu Anfang fragen, hängt auch damit zusammen, dass Machatschkala wirklich sehr exotisch klingt, wie aus einem Karl May-Roman im Grunde genommen. Bei Dagestan weiß auch ich relativ wenig. Arsen, es wäre ganz toll, wenn Sie noch einmal
Ihrer Initiative diese gesellschaftliche Bewegung vorstellten. Womit beschäftigen Sie sich und welche Erfolge haben Sie dabei schon erreicht? Guten Abend. Ich möchte vielleicht ganz kurz zuerst über die Region erzählen, über die Teilrepublik Dagestan. Das ist eine russische Teilrepublik im Nordkaukasus, eine besondere Region, eine spezifische Region, ähnelt dem übrigen Russland nicht so sehr. Damit Sie es sich besser vorstellen können, von den letzten 4 Stadtoberhäuptern Machatschkalas sitzen jetzt 3 hinter Gittern. Damit Sie verstehen, wie viele Verstöße es da gibt und wie es sich überhaupt da abspielt. Wenn ich die Bevölkerung charakterisieren darf, so sind die Menschen sehr emotional, sehr expressiv. Das sind viele kleine Bergvölker. Wir sind sehr emotional, tatsächlich. Auf der anderen Seite, wir bringen wirklich viel Geduld mit, weil wir sehr viel über uns ergehen lassen. Ich glaube, wir bringen einfach mehr Geduld als alle übrigen Russinnen und Russen mit. Das wäre mein Eindruck zumindest. Ich würde mal sagen, woanders, in Moskau zum Beispiel, würde man längst auf die Straße gehen und wir bleiben zu Hause und dulden, bis es nicht mehr geht. Was sind die Ursprünge unserer Initiative? Der Gouverneur der Teilrepublik Dagestan beschloss auf einmal, ein Projekt ins Leben zu rufen, nämlich ein kleines Museum in Machatschkala zu gründen. Und in dieser Stadt ist so gut wie alles schon bebaut. Die Stadt ist zu Ende. Sie haben keine freien Flächen mehr. Wir haben gar nichts, wo man noch etwas bauen kann oder darf. Alles ist wirklich bebaut und diesem Gouverneur fiel nichts Besseres ein, als den zentralen Park von Machatschkala zu bebauen. Mehr als 1 Hektar groß. Man hat schon einige Randgebiete des Parks bereits bebaut, aber das war in der Tat ein Schlag ins Herz der Stadt. Und da haben sich wirklich alle dagegen eingesetzt. Eigentlich mögen wir das nicht so sehr. Es ist schwierig, sich selbst zu organisieren für die Bevölkerung der Stadt. Aber das wollten wir nicht mehr zulassen. Alle säkularer geprägte und religiöser geprägte, liberale, konservative, sie alle wollten den Park retten. Und das war ein wichtiger Impuls. Und daraus sind wir entstanden, eine Gruppe von Menschen, die ganz offen sagte, wir sind dagegen. Wir lassen den Park nicht bebauen. Und dann haben wir auch was dagegen unternommen. Wir haben auch juristische Maßnahmen in Betracht gezogen. Wir schrieben an die Staatsanwaltschaft. Wir zogen vors Gericht. Wir sind diesem Gouverneur dafür übrigens dankbar. Er hat uns alle vereint, denn später konnten wir von dieser Erfahrung sehr gut profitieren. Die Stadtverwaltung, die Regionalverwaltung hatte damit gar nicht gerechnet. Sie hatten gar nicht mit solchen großen Massenprotesten gerechnet. Das war überhaupt der erste solche Fall in Dagestan, dass jemand so offen seine Meinung äußert, und zwar so zahlreich. Wir haben gewonnen, wir haben juristisch gewonnen. Das Gericht war auf unserer Seite und die Stadtverwaltung hat das Projekt schließlich aufgegeben. Dann dachten wir, gut, wir bleiben dran. Wir lösen uns nicht auf. Das war ein gewisser Kern mit 15 Leuten. Wir haben ja heute verschiedene Internettechnologien, WhatsApp und andere soziale Netzwerke. Jetzt sind wir ca. 80 Personen insgesamt. Klingt wenig, aber für Machatschkala ist es wirklich eine große Zahl. Das müssen Sie mir glauben. Denn unsere Bevölkerung ist so passiv, dass schon 80 Leute eine echt große Zahl sind. Und dann haben wir auch an einigen anderen Stellen nachgehakt, wo wir nicht wirklich mochten, was in der Stadt passierte. Andere Bauprojekte, Bauvorhaben, andere Initiativen der Stadtverwaltung, da haben wir auch dagegen protestiert. Wir sind also da als Initiative und jetzt haben wir uns auch mit anderen Vereinen und öffentlichen Bewegungen in Verbindung gesetzt. Networking in dem Sinne. Die Menschen haben meistens Angst, über Politik zu reden, selbst wenn es denen nicht ganz gut gefällt, was so im Lande vor sich geht. Politik, das bedeutet gleich Probleme mit der Polizei, mit Rechtsschutzorganen, nicht für alle, aber kann vorkommen auf der föderalen Ebene. Aber auf der lokalen Ebene geht es, wenn es wirklich alltägliche Sachen wie ein Stadtpark sind. Da erwartet man in der Regel keine Probleme. Und da dachten wir, man kann auf dieser Grundlage doch was Größeres bewirken. Zum Beispiel wollten wir eine Kundgebung durchführen. Wir wollten demonstrieren gegen die Bebauung des Parks. Wir wollten 300 Leute auf einem großen Platz in der Stadt versammeln. Diese Kundgebung wurde uns nicht genehmigt und wir zogen gegen die Stadtverwaltung vor Gericht. Wir wollten dieses Kundgebungsverbot anfechten.
Und das war auch eine große Kraft. Wir hatten da einige Personen, die den Kern dieser Projekte bildeten, eine Art Lokomotive. Und wenn jemand heute protestieren will, nicht unbedingt gegen eine Bebauung eines Stadtparkes, wenn jemand ein persönliches Problem hat, so kontaktiert man nun diese Person, weil diese Person sich jetzt sehr gut im Versammlungsrecht auskennt, im russischen Versammlungsrecht, so ist er die Person dafür. Wenn die Genehmigung für eine Massenversammlung nicht erteilt wird, dann wissen wir schon, wer uns da helfen kann. Früher war eine Massenkundgebung immer etwas von oben organisiertes, immer etwas, was die Behörden machen. Jetzt ist etwas, wo man sich auf der Straße versammelt und demonstriert, völlig normal. Zum Beispiel eine Demonstration, die fordert, lokale Gesetze zu ändern, wenn lokale Gesetze gegen föderale Gesetze verstoßen, insbesondere dort, wo es um die Einschränkung des Versammlungsrechts angeht. Und jetzt geht es richtig los. Wir scheuen uns jetzt nicht mehr vor Massenveranstaltungen. Wir beteiligen uns an sehr vielen solchen Aktionen. Es geht noch weiter. Die repräsentative Demokratie. Das größte Problem ist, man hört auf uns nicht. Wir haben keine Abgeordneten, die wirklich unsere Interessen vertreten würden. Das heißt, wir beteiligen uns an den Wahlen. Wir versuchen, gewählt zu werden. Die Wahl in Dagestan verlaufen nun nicht wirklich gut. Man kann sogar sagen, wir haben gar keine richtigen Wahlen in Dagestan. Also es wird zwar gewählt, aber nun, das ist keine richtige Wahl. In Dagestan werden die Abgeordneten nicht gewählt. Sie haben ihre Ämter einfach gekauft. Das war auch ein schwieriger Weg. Wir hatten viele Probleme mit der Polizei, oder nicht so sehr mit der Polizei, eher mit den lokalen Interessengruppen. Aber trotzdem war das eine sehr nützliche Erfahrung für uns. Und wir wollen jetzt daran anknüpfen und schließlich in diese repräsentativen Organe einziehen. Und das ist ein großer Vorteil dieser Bewegung. Denn wir können da wirklich alle großen Vorteile der Zivilgesellschaft nutzen und damit eine neue Qualität erreichen. Für die Stadt ist es gut. Und uns geht es vor allem um die Stadt. Und dann gehen wir mal davon aus, vielleicht können wir auch mal später auf einer höheren Ebene auch was bewirken, in anderen staatlichen Institutionen. Soweit kurz dazu. Konflikte gerade mit der Stadtregierung, es geht ja bis zum Gouverneur. Ein Weg mit den Behörden, zu arbeiten, das ist der juristische Weg, den Sie ja erzählt haben. Haben Sie noch in der relativ kurzen Erfahrung Ihrer Bewegung Erfahrung gemacht, wie geht man am besten mit den Staatsbehörden um und mit den Beamten? Vielleicht gibt es ja auch solche, die man auf die eigene Seite ziehen kann. Was gibt es für Möglichkeiten, für Initiativen mit der staatlichen Verwaltung zu arbeiten zum eigenen Erfolg? Nun, ich kann wirklich nicht sagen, dass wir ausschließlich gegen die Staatsbehörden vorgehen. Nein, wir sind jetzt sehr präsent und sichtbar. Wir werden sogar eingeladen, unsere Meinung wird berücksichtigt. Denn nach diesem großen Park konnten wir eine kleinere Grünanlage vor Bebauung retten. Und die Stadtverwaltung schickt jetzt Leute zu uns, die diese kleine Grünanlage noch besser machen wollen. Unsere Initiative heißt Unsere Stadt. Und deswegen denken die Behörden, okay, gut, sie haben sich dafür eingesetzt und wir wollen diese Grünanlage jetzt sanieren. Wir fragen die vielleicht lieber erst einmal, wie wir das genau tun. Was die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung angeht, so kann ich Ihnen sagen, dass wir überhaupt die Ersten waren. Niemand wusste, wie man gerichtlich gegen die Behörden vorgeht. Niemand wusste vorher, dass so was angefochten werden kann. Man beschwerte sich, man war emotional und unternahm nichts. Das haben zwar nicht wir erfunden, es gibt ja auch andere Fachleute und Kollegen, die diesen öffentlichen Kampf ganz genau untersucht haben. Es gibt hier drei Komponenten einer öffentlichen Bewegung. Man braucht eine Gruppe von Menschen, das müssen mehrere sein. Einer wird krank, der zweite wird eingeschüchtert, da muss jemand bleiben, der die Sache weiterführt. Die zweite Komponente heißt BR, Öffentlichkeitsarbeit, Medienarbeit, Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und drittens, juristisch vorgehen, Beschwerden schreiben, vor Gericht ziehen. Wenn das alles funktioniert, wenn alle drei Komponenten zusammenspielen, dann kann es funktionieren. Unsere Erfahrung belegt es auch, das funktioniert. Wenn wir einfach nur vors Gericht ziehen, das haben wir auch mal gemacht, da gab es keine Aufmerksamkeit in den Medien, es gab keine Berichterstattung und die Gerichte konnten unsere Anträge auch mal zurückweisen. Manchmal kam es nicht mal zum Prozess. Es gab verschiedene
Ausreden seitens der Gerichte. Aber wenn die Medien aufmerksam geworden sind, dann kann das Gericht es einfach nicht so zurückweisen. Andersrum, wenn wir nur mit den Medien sprechen, aber nicht vor Gericht ziehen, dann bringt es auch nichts. Gut, bisschen Aufruhr in den Medien, ein paar Artikel, aber da passiert nichts. Das Gericht entscheidet auch nichts und man bleibt beim Status quo oder die Stadtverwaltung gewinnt. Wir brauchen also beides. Das Gericht muss unbedingt entscheiden, dass das gesetzeswidrig ist, den Park zu bebauen. All das muss funktionieren als Zusammenspiel. Momentan funktioniert es noch. Daria, Ihre Organisation kommt aus St. Petersburg, hat vor kurzem ein Projekt in Moskau begonnen. Das war als Etappe nicht sehr erfolgreich. Könnten Sie das Projekt oder Ihre Projekte uns vorstellen und auch erzählen darüber, mit welchen Problemen Sie in Moskau bisher zu kämpfen hatten? Ja, vielen Dank. Ich würde Ihnen vielleicht lieber erzählen, was unsere Organisation allgemein so macht. Also Nachtasyl ist eine der ältesten Wohlfahrtsorganisationen in Russland. Sie entstand in St. Petersburg 1990 und bereits seit 28 Jahren helfen wir obdachlosen Menschen in St. Petersburg. Und die Hauptaufgabe unserer Projekte besteht darin, dass die obdachlosen Menschen zurück ins normale Leben kommen. Wir haben verschiedene Dimensionen sozusagen in unserer Arbeit. Wir haben humanitäre Arbeit, wir haben Notunterkünfte, Kältehilfe für Obdachlose, für Menschen, die sogar keine Dokumente haben. Dort können sie übernachten. Wir haben auch Kältebusse oder Notbusse, wo wir Suppenküchen organisieren. Wir haben ein Projekt, das heißt Kulturwäscherei. Dort, das ist die einzige kostenlose Wäscherei in Russland, wo Menschen kostenlos ihre Sachen waschen können und trocknen können. Dann haben wir verschiedene Beratungen in St. Petersburg. Wir haben auch ein Heim für 52 Plätze. Das ist eine größte Notunterkunft für Obdachlose in St. Petersburg. Und wir haben eine Beratungsstelle, wo soziale Mitarbeiter uns helfen, obdachlose Menschen zu beraten in verschiedensten schwierigen Situationen ihres Lebens. Dann haben wir noch 33 Servicepunkte, wie wir sie nennen. Dort wird geholfen, zum Beispiel Papiere wiederherzustellen, Verwandte zu finden, ins Krankenhaus zu kommen oder beim Betrug mit Immobiliengeschäften zu helfen. Wir haben, wie gesagt, 33 solche Punkte. Und etwa 60% der Menschen, die in unsere Hände sozusagen kommen, sie kommen wirklich weg von der Straße und kommen zum normalen Leben zurück. Und außerdem haben wir auch eine andere Aufgabe. Wir möchten das Verhältnis der breiten Öffentlichkeit den obdachlosen Menschen gegenüber ändern. Obdachlose ist eine sehr stigmatisierte Bevölkerungsschicht in Russland. Deswegen machen wir viel Medienarbeit, wir machen viel Werbung, soziale Werbung. Wir möchten diese Einstellung der Öffentlichkeit verändern. Wir möchten zeigen, dass das Leben eines jeden sehr wichtig ist. Und wir möchten, dass Menschen in Obdachlosen auch Persönlichkeiten sehen. Alle diese Projekte waren lange Zeit nur in St. Petersburg angesiedelt und 2018 haben wir beschlossen, eine Filiale in Moskau zu eröffnen, aus mehreren Gründen. Einerseits sind wir ja einer der ältesten Organisationen solcher Art in Russland und deswegen ist es für uns sehr wichtig, Erfahrung auszutauschen, unsere Expertise und Know-how zu verbreiten an andere NGOs in Russland. Wenn wir mit der breiten Öffentlichkeit arbeiten, ist es für uns auch sehr wichtig, über unsere Projekte auch auf der föderalen Ebene zu berichten, mit föderalen Beamten zu sprechen. Und es ist klar, dass es sich sehr viel einfacher von Moskau aus organisieren lässt. In Moskau gibt es nach unseren Statistiken etwa 60.000 obdachlose Menschen. Und in Moskau ist ja die Stadt auch größer und dementsprechend gibt es auch mehr obdachlose Menschen. Aber es besteht auch Mangel an solchen Projekten wie unseres. Und deswegen haben wir die Moskauer Filiale in diesem Jahr eröffnet. Und
die Aufgabe bestand nicht darin, dass wir jetzt alle Projekte, die wir bereits in St. Petersburg laufen haben, auch in Moskau organisieren. Wir haben nach Moskauer Bedürfnissen sozusagen geschaut. In Moskau gibt es einige Kirchenorganisationen zum Beispiel, die Obdachlosen helfen, aber das sind eher so Wohlfahrtsprojekte. Man hilft Menschen einfach auf der Straße nicht umzukommen, nicht zu sterben. Es gibt keine langfristige Begleitung für diese Menschen, keine Ansätze, wie man Menschen helfen könnte, wieder ein Zuhause zu bekommen. Deswegen haben wir nur einzelne Projekte, wie zum Beispiel diese Kulturwäscherei, nach Moskau übertragen. In Russland gibt es sonst solche Orte nicht und wir haben das erfolgreich bereits in St. Petersburg realisiert. Zuerst hatten wir so eine Idee, dass wir einen Raum für unsere Projekte vom Staat, von Moskauer Stadtverwaltung bekommen und wir arbeiten seit 7 Monaten mit den Beamten zusammen. Wir fragen immer wieder nach den Räumlichkeiten für unsere Projekte. Wir sind ja eine nicht kommerzielle Organisation und wir leben aus Spenden und 40%, das sind Spenden von einfachen Menschen, die 100, 200, 500 Rubel pro Monat uns spenden. Und wir denken, es ist falsch, unsere Räumlichkeiten zu mieten, weil das Problem, was wir damit lösen, ja ein soziales Problem ist. Und wie gesagt, bereits seit 7 Monaten kämpfen wir um die Räumlichkeiten. Wir haben 3 Absagen von der Moskauer Stadtverwaltung bekommen und unsere Beratungsstelle läuft deswegen immer noch nicht in Moskau, aber zusammen mit unseren Kollegen aus einem Wohlfahrtsfonds Zweites Atem möchten wir jetzt die zweite Wäscherei eröffnen. Wir möchten unser Budget teilen und dann wird es uns gelingen, das doch kommerziell zu mieten. Es war aber allerdings keine einfache Aufgabe, selbst in so einer großen Stadt wie Moskau einen passenden Raum für eine Wäscherei zu finden. Es gibt viele Anforderungen zu solchen Räumlichkeiten. Nun ist es uns gelungen und wir haben die notwendigen Flächen gemietet in Moskau und wir haben die Eröffnung dieses Projektes geplant und es war für uns sehr wichtig, das allen zu erzählen. Erstens für die Einwohner dieses Bezirkes, wo das eröffnet werden sollte, weil wir die Meinung von diesen Menschen hören wollten. Vielleicht könnten wir dann unsere Arbeit in bestimmter Weise korrigieren, damit auch die Anwohner mit unserer Arbeit zufrieden wären. Und zweitens, da wir, wie gesagt, dann auf die Spenden angewiesen sind, haben wir ein Fundraising gestartet, um Spenden für diese Wäscherei zu sammeln. Und nun ist es uns nicht gelungen, das Projekt zu beginnen, weil der Widerstand von den Anwohnern zu groß war. Die Nachbarn haben wirklich alles dafür getan, damit das Projekt nicht zustande kommt. Wir haben, wie gesagt, verschiedene Annoncen gemacht, verschiedene Ansagen gemacht und Mitte September haben wir gesagt, ja, wir werden dieses Projekt woanders organisieren müssen. Wir waren natürlich bereit, dass das Problem und überhaupt diese gesamte Thematik der Obdachlosen mit vielen Mythen und Vorurteilen verbunden ist. Aber wir konnten nicht uns vorstellen, dass der Widerstand so stark ausfallen wird. Es war wirklich eine große Kampagne seitens der Anwohner. Und leider hat die lokale Bezirksregierung, Bezirksverwaltung sie auch unterstützt. Wir haben nicht mal angefangen, diese Flächen, diese Räumlichkeiten zu renovieren. Die Reaktion von Anwohnern war wirklich aggressiv. So aggressiv, dass Widerstand ist nicht unser Format der Arbeit. Und wir haben gehofft, dass wir vielleicht etwas mehr ihnen erzählen werden, unsere Erfahrung aus St. Petersburg darstellen werden oder aus dem Ausland. Aber irgendwann haben wir auch akzeptiert, es gibt eine radikale Gruppe von Nachbarn, die alles Mögliche dafür tun werden, damit wir weggehen. Und
wir haben verstanden, wir machen das lieber freiwillig und machen das in einem anderen Bezirk. Und jetzt suchen wir wieder nach einem Raum, um dieses Projekt zu starten. Das wird auf jeden Fall stattfinden, aber woanders. Projekt, wenn man sich die Schwierigkeiten mit dem ersten Projekt anschaut, was haben Sie daraus auch mitgenommen? Was haben Sie daraus in dem Sinne gelernt? Wie muss man ein solches Projekt vielleicht in dem anderen Rajon von Moskau anders vorbereiten? Ja, wir haben lange versucht zu verstehen, was schiefgelaufen ist. Wo haben wir Fehler gemacht? Einerseits sind wir sicher, dass der Raum, den wir gewählt haben, doch richtig war. Wir sind auch sicher, dass die Hilfe für die obdachlosen Menschen unweit und in der Stadt sich befinden müssen. Und sie gehören eigentlich zu jedem Bezirk. Und ich glaube, in Moskau und vielen anderen Städten in Russland gibt es jetzt solche Tendenz, dass man Obdachlosenhilfe etwas außerhalb der Stadt einplant. Am liebsten irgendwo am Stadtrand oder irgendwo weg von der Stadt. Wir denken, das ist falsch und es sei noch bemerkt, dass die Räumlichkeiten, die wir gewählt haben, das war eine ehemalige Fabrik in einem Wohnbezirk, aber da sind große Mauern rundherum, noch ein Eingang, separater Eingang mit Wache und so weiter. Es war nicht mal in einem Wohnhaus im Erdgeschoss oder im Keller. Wir verstanden natürlich, dass es diese Vorurteile gibt und wir wollten das nicht direkt in einem Wohnhaus machen. Es war schon abgetrennt. Und wir denken immer noch, dass das eine richtige Wahl war und dass wir da alles richtig getan haben. Und wir werden weiterhin darauf bestehen, dass diese Projekte für die Menschen, die auf die Hilfe angewiesen sind, doch zugänglich sein müssen. Andererseits verstehen wir auch, dass wir vielleicht die Stärke von diesen Mythen und Vorurteilen unterschätzt haben. Und wir haben nicht viel Zeit damit verbracht, die Menschen zu informieren, um ihnen zu erzählen, wer eigentlich diese obdachlosen Menschen sind, warum sie nicht gefährlich für die Anwohner sind, warum kommt man einfach auf die Straße, wie passiert das? Man ist ja oft der Meinung, dass Menschen, die auf der Straße gelandet sind, dass sie da selber schuld sind, dass sie diesen Lebensstil selbst gewählt haben. Aber unsere Statistiken zeigen, dass der Hauptgrund dessen in Russland in der Arbeitsmigration besteht. Menschen aus ärmeren Regionen Russlands kommen in die Großstädte wie Moskau und St. Petersburg. Sie suchen dort nach einem Job. Es stellt sich heraus, dass es dort keine Arbeitsplätze für sie gibt oder sie wurden betrogen. Und dann bleiben sie in dieser Großstadt und dann kehren sie nicht zurück. Wenn sie eine kleine Stadt verlassen haben, weil sie dort keinen Job hatten, dann haben sie auch keinen Platz, um wieder zurückzukehren. Und einfach zu überleben, lässt sich natürlich in einer Großstadt einfacher. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe von Obdachlosen. Das sind Menschen, die dort wegen familiären Konflikten sind. Eltern werden von Kindern auf die Straße verjagt oder umgekehrt. Und noch 20%, das sind Opfer von verschiedenen betrügerischen Geschäften mit Immobilien, wie zum Beispiel Absolventen von Kinderheimen. Und deswegen das, was wir auf jeden Fall anders machen werden, das ist mehr Zeit in so eine Bildungsarbeit zu investieren. Wir möchten und müssen mehr darüber erzählen, wie dieses Projekt funktionieren wird, damit Menschen keine Ängste hegen in Bezug darauf. Genommen frei zitieren. Sie haben vor kurzem über die Modernisierung von unten gesprochen. Wir haben ja jetzt Beispiele für Initiativen in Russland gehört. Sie haben geschrieben, die Veränderung der Gesellschaft in Russland gehe vor sich, unumkehrbar. Und einem eher archaischen Staat steht eine Gesellschaft gegenüber, die sich aktiviert und die, wie Sie geschrieben haben, ihre eigene Antwort auf diesen Staat auch hat. Wenn Sie das jetzt hören, wenn Sie Ihre Arbeit betrachten, ist das tatsächlich ein allgemeiner Trend zur Aktivisierung und letztendlich auch vielleicht zur Veränderung des Landes von unten in Russland? Naja, das Bild ist wie folgt. Wir haben ja natürlich
die fortgeschrittenste Region Russlands, das ist die Stadt Moskau. Und dann haben wir eine Region, die nicht so fortgeschritten ist, nehmen Sie es mir nicht übel, bitte. Das ist Machachkala und Dagestan. Und in Machachkala, da sehen wir eine Gruppe von Aktivisten, die sich selbst organisiert haben, die moderne Medien genutzt haben, die, Sie haben das selbst ja erwähnt, verschiedene Kenntnisse verwendet haben, verschiedene Know-hows implementiert haben. Und da hat man ihnen erzählt, dass man das gleichzeitig man macht, vor Gericht zu gehen und in die Medien zu gehen. Und diese Weisheit kennt man im Westen bereits seit 60er Jahren in Europa und in den USA. Und man weiß ja, dass das eine richtige Sache ist. Und es gibt viele andere Sachen. Darüber kann ich Ihnen später noch gerne erzählen, was man so noch machen kann. Und naja, selbst in so einer beängstigten Republik wie Dagestan, wo Menschen unter Druck sind wegen Regierung und so, selbst dort sind solche aktive, progressive Menschen etwas, wogegen man nichts tun kann. Denn sie machen das, wie es sich in einer modernen Welt in Europa gehört. Selbstorganisation ist ein Skill, das ist ein Know-how, das sind bestimmte sozialen Kenntnisse und Fähigkeiten. Ein moderner Mensch im Westen merkt nicht mal, wie viele Fähigkeiten solcher Art er bereits besitzt, selbst wenn er kein Aktivist ist oder keine Aktivistin ist. Er weiß, wie man die Presse anruft, wie man ein Flugblatt produziert und so weiter. In der 6. Klasse in den USA, in der Literaturstunde, schreibt man einen Brief an den Senator. Man schlägt den Schülern das vor. Schaut euch die Probleme an, was ist für euch wichtig, schreibt mal das an euren Senator. In der Sowjetunion hat man das verlernt. Man hat uns das nicht beigebracht, sondern man hat uns das verboten, sich selbst zu organisieren. Diese Fähigkeiten, aber diese Erkenntnisse müssen die Menschen, die in Russland leben, von null an jetzt neu erwerben. Natürlich. Menschen, die progressiv gestimmt sind, die demokratisch sind, sind die Ersten, die diese Kenntnisse bekommen werden. Die Jüngeren bekommen das schneller als die Älteren. Die Gutgebildeten bekommen das auch besser und schneller hin als diejenigen, die schlechter gebildet sind. Dann gibt es auch solche Tendenzen wie Nationalismus zum Beispiel. Diese Vorstellungen werden wiederum in die anderen Bevölkerungsschichten eindringen. Aber am Beispiel von Moskau sehen wir, dass diese sozialen Kenntnisse, diese Know-hows im sozialen Bereich, dass sie sogar bei konservativen und nicht so progressiven Bevölkerungsschichten jetzt angekommen sind. Ich glaube nicht, dass sie es unterschätzt haben, dass die Ängste so groß sind. Ich kann auch nicht glauben, dass in 1990 St. Petersburg weniger solche Ängste hatte als Moskau von 2017 oder 2018. Es läuft doch bestimmte Bildung in dieser Hinsicht. Die Menschen hören ja eine bestimmte Propaganda zu diesem Thema seit 30 Jahren. Es gibt eine bestimmte Humanisierung des Verhältnisses in Bezug auf Menschen, die in Notsituationen sich befinden. Auch die russische Kirche hilft den Obdachlosen. Was sie unterschätzt haben, ist, wie viel besser Menschen, die andere Ansichten haben, es jetzt können, sich selbst zu organisieren. Denn sie haben ja auch jetzt selbst die Presse angerufen. Sie haben ja auch Propaganda in sozialen Netzwerken getrieben, diese anderen Menschen. Sie haben auch an die Beamte geschrieben und so weiter und so fort. Das haben sie jetzt auch gelernt, die Menschen, die andere Ansichten haben. Und das ist auch ein Zeichen für gesellschaftlichen Progress. In Russland ist der Erwerb von allen diesen Fähigkeiten zur Kooperation und Selbstorganisation, das wird alles unterdrückt von oben. Da, wo die Regierung
dieses Problem als ein politisches Problem erkennen, wo man sieht, Menschen organisieren sich um etwas, was eine Bedrohung für das politische System bedeuten kann. Aber die Prozesse werden nicht gestoppt dort, wo es sich um Verhältnis den Obdachlosen gegenüber handelt oder um Frauenrechte oder Gewalt in den Familien oder um Verhältnis an kranken Menschen. Da, wo diese Selbstorganisation nicht unter der politischen Zensur steht. Ich befürchte, wir werden jetzt immer öfter damit konfrontiert, dass diese unpolitischen Konflikte auch eigentlich zwei Seiten haben. Da. Es gibt zwei Interessengruppen und die zweite Gruppe kann sich auch perfekt organisieren. Darf ich das auch kurz kommentieren zu den Menschen, ein paar Worte zu den Menschen, die wir gerade gesehen haben, in dem Bezirk, wo wir unsere Wäscherei eröffnen wollten. Die größte Überraschung für mich zum Beispiel war, dass das junge Menschen waren, gut gebildete junge Menschen waren, Moskauer. Das waren die Menschen, die vor einer Weile zum Beispiel gegen den massenhaften Abriss älterer Bausubstanz der alten Platten auf die Straße gegangen sind. Das sind die Menschen, die gegen die Bebauung von Parks in ihren Bezirken vorgehen. Und als nächster Schritt, sie wollten unsere Wäscherei bekämpfen. Das sind dieselben Leute. Ihre Aktivitäten gegen den Abriss der Platte, gegen die Bebauung der Grünparks, da würde ich in ihren Reihen stehen, auf jeden Fall. Und dann sehe ich plötzlich, dass eben die Menschen, von denen hätte ich es am wenigsten erwartet, und diese Menschen wollen plötzlich unsere Wäscherei nicht in ihrem Bezirk sehen. Sie wollten das bekämpfen und sie sagten, doch, es ist nicht so gut, wenn Obdachlose in einen vornehmen Bezirk kommen, denn. Und dann folgt die ganze Liste von Vorurteilen über Obdachlose, die gar nichts mit der Realität zu tun haben. Das sind dieselben Menschen. Das ist die Zivilgesellschaft, über die wir heute reden. Auf der einen Seite war ich sehr froh, dass die Menschen in Moskau sich organisieren können, um ihre Rechte zu verteidigen, um sich für ihre Werte einzusetzen. Und sie machen es so schön und mit so viel Energie und so aktiv. Und auf der anderen Seite sehen wir plötzlich, dass es auch Themen gibt, wo wir ganz verschiedene Wege gehen, wo wir ganz unterschiedliche Werte haben. Bei einer Reihe von Fragen fallen unsere Werte zusammen, man macht einen Schritt zur Seite und die Werte klaffen auseinander. Die Themen schaut, ich habe das nicht ganz umsonst gesagt, die Minderheit auf dem Podium, wenn man auf die Besetzungsliste unserer heutigen Veranstaltung schaut, sind es sehr, sehr häufig Frauen, die Interessen vertreten, aktiv werden. Ist das ein Ergebnis, auch dass Sie ein vorläufiges Ergebnis, das Sie auch haben, dass Frauen gerade der Treiber dieser gesellschaftlichen Aktivisierung von unten sind? Nun. Ja, es gibt viele Frauen, es gibt viele Aktivistinnen, das stimmt. Und viele Bewegungen da sind Frauen in der Mehrheit. Manchmal hat man sogar den Eindruck, dass die Männer eher Angst haben. Im heutigen Russland ist die wahre Gleichberechtigung nicht so gut ausgeprägt wie in Europa, aber da ist die Lage viel besser als in vielen anderen Bereichen. Wenn wir das zum Beispiel mit ähnlichen anderen Problemen vergleichen, mit anderen Problemen der Gesellschaft. Zum Beispiel die Probleme der öffentlichen Archaik, des archaischen Bewusstseins. Russische Frauen sind seit 1917 erwerbstätig, sie dürfen arbeiten. Mehr noch, sie wurden wirklich innerhalb einer Generation Teil des Arbeitsmarktes gemacht. Sie mussten das gar nicht erkämpfen, drei Generationen lang. Sie wurden in den Arbeitsmarkt getrieben von der Sowjetmacht. In der späten Sowjetunion war das eines der nicht tabuisierten Themen. Die Bewegung dafür, dass Frauen Hausfrauen sein können, wenn sie es wollen. Bitte setzt Frauen nicht so unter Druck, dass sie unbedingt arbeiten gehen müssen und dann in die Komsomol eintreten, in die Partei und so weiter.
und dass sie unbedingt erwerbstätig werden. Sie dürfen auch Hausfrauen bleiben, meinetwegen. Das durfte man damals sagen. Was die Gehaltsunterschiede in Russland anbelangt zwischen Mann und Frau, so ist der Unterschied etwas größer als in Europa, ungefähr genauso wie in den USA. Das ist natürlich schlimm, wenn Frauen und Männer nicht gleich verdienen. Aber so schrecklich ist dieser Unterschied in Russland nicht. Das kann man mit Amerika vergleichen. Ungefähr 25% so groß ist er in Russland. Russische Frauen, sie sind aktiv genug. Sie haben genug Ressourcen auf der einen Seite und sie sind zugleich auch noch gut gebildet. Sie fühlen sich auch unterdrückt durch die Überreste des Patriarchalischen, die es in Russland wirklich noch gibt. Daher ist es auch kein Wunder, dass es so viele Frauen gibt unter den Aktivisten. Ich glaube, es ist überhaupt kein Wunder und keine Überraschung. Und es wird noch mehr Frauen geben. Darf ich darauf reagieren? Meine lokale Auffassung. Bei uns in Dagestan gibt es nicht nur Probleme in der Stadt Machatschkala, nicht nur in Städten. Es gibt viele andere Probleme, zum Beispiel rechtswidrige Aktivitäten der Polizei oder der Sicherheitsorgane. Junge Menschen werden plötzlich gekidnappt, sie werden entführt oder sie verschwinden. Plötzlich findet man bei jungen Menschen Waffen oder Drogen. Wer verteidigt diese jungen Menschen? Das sind Frauen. Wenn wir öffentliche Kundgebungen veranstalten, so sind es meistens Frauen, die sich für diese jungen Leute einsetzen. 10 Mütter zum Beispiel, deren Kinder darunter gelitten haben. Meistens sind es sie, manchmal auch ältere Leute. Für unsere Teilrepublik kann ich das dadurch erklären, dass die Frauen besser geschützt sind vor der Willkür der Sicherheitsbehörden. Wenn es Männer sind, so wird man sie mit Gewalt auseinanderjagen oder sie bekommen später Probleme. Bei Frauen ist es schwieriger für die Behörden. Und in dem Sinne haben sie gewisse Vorteile gegenüber den Männern, weil die öffentliche Meinung bei uns sich nicht damit abfinden kann, dass plötzlich Frauen mit Gewalt von der Polizei von der Straße verjagt werden. Ja, das ist ja Kaukasus, klar. Die Frauen haben dort nicht so viele Rechte, es gibt auch dazu Vorurteile. Aber in dieser Frage sind Frauen besser geschützt und haben eine bessere Stellung. Das muss man vielleicht auch verstehen. Naja, ist auch eine Sache. Das ist wiederum ein Zeichen dessen, dass sie noch sehr viel Traditionelles in der Gesellschaft haben. Ich denke, in Moskau und Petersburg ist es übrigens auch so. Da sind Frauen auch etwas besser geschützt. Sie sind besser geschützt vor direkter Gewalt der Polizei, vor diesem Gummiknüppel. Aber doch nicht so gut. Die Gleichberechtigung funktioniert in beide Richtungen. Mehr Gleichberechtigung, weniger Hürden zwischen Frauen und Polizei. Da gibt es auch noch eine bekannte Regel aus der Soziologie. Eine Gesellschaft, die patriarchalisch organisiert ist, wendet verschiedene Terrormaßnahmen gegen Männer und Frauen ein. Wenn ein Mann dort in den Knast geht, dann geht die Frau dort in die Zwangsbehandlung, in die Zwangspsychiatrie. Einige Initiativen, auch ein Blick auf die Veränderungen, die sich zumindest andeuten in der russischen Gesellschaft. Almut, wenn Sie das vergleichen mit Ihren Erfahrungen, gesellschaftliche Initiative auf lokaler Ebene, wie muss man vorgehen, um insbesondere mit den Behörden zurechtzukommen? Ist da vieles Ihnen bekannt? Wie unterscheidet sich Ihre Erfahrung aus Deutschland? Was haben Sie gelernt, auch in der aktiven Zeit, wie man insbesondere auch auf den Staat und die Gesellschaft Einfluss nehmen kann als kleine lokale Initiative? Ich glaube, dass in vielen So in dieser Entstehungsphase hatten wir hier in Deutschland einfach, in der ehemaligen DDR, also ich bin Ostdeutsche, hatten wir deutlich andere Bedingungen. Also in der DDR, es waren die Bedingungen eines ja, mehr oder weniger schon zusammen, fast von selbst in sich zusammenfallenden Staates. Sodass es also die Phase der Demonstrationen, wo es auch wirklich gefährlich war, kann man nicht anders sagen, die war eher kurz, das war so im Sommer, begann so ein bisschen mit der letzten DDR-Kommunalwahl, die dann auch gefälscht war und ging dann so, gefährlich war es so bis Mitte Oktober. Und dann kam der Mauerfall relativ bald,
Und die Demonstrationen in dieser bis dahin waren, also es hatte eine unglaubliche Dynamik. Da waren in Leipzig waren über 100.000 Leute auf der Straße und da standen dann an einem Tag, also am 9. Oktober standen da tatsächlich die Panzer, aber da kam kein Befehl. Und also diese Phase endete sehr schnell. Und dann hatten wir die Phase so ab Mitte Oktober, Mauerfall, wo eigentlich die Verwaltung funktionierte noch so nach ihren Verwaltungsregeln, die DDR-Verwaltung, aber wo eigentlich die politische Autorität der politischen Führung nicht mehr da war. Und da war im Prinzip ganz viel möglich. Da gab es unglaublich viele Demonstrationen. Da wurde dann auch das DDR-Versammlungsrecht, was es ja durchaus gab, dann auch eher im bürgerfreundlichen Sinne umgesetzt. Also es war sehr viel möglich zu tun. Und es entstanden unglaublich viele Bewegungen. Also es gab ja die verschiedenen DDR-Bürgerbewegungen, noch unter dem Schutz der Kirche zunächst. Dann haben sich aber ganz viele Gruppen gegründet. Also es ging auch sofort in Richtung Umweltbewegung. Weil in der DDR waren ja Umweltdaten hochgeheim und man konnte Ärger kriegen, wenn man was veröffentlicht hat. Und das war eine Forderung, die also ganz vehement war. Also die Veröffentlichung der Umweltschäden, die es gab, Verbesserung der Umweltsituation, aber auch sofort, weil wir ja dann doch mit diesem autoritären System zu tun hatten, die Forderung nach mehr Bürgerbeteiligung, nach Mitsprache der Bürger, nach Transparenz der Verwaltung. Das war ein ganz wichtiges Thema. Und es gab also dann eine unglaublich bunte Welt, die dann so bis Mitte, Ende der 90er Jahre dann doch sich irgendwie vereinigte oder verschwand oder sich einen westlichen Partner suchte. Wie ist das heute? Nehmen wir den Bezirk, nehmen wir Pankow. Wenn sich eine Initiative auftut, was muss sie tun, um erfolgreich mit den Behörden, bei der Gesellschaft werbend vorzugehen? Wir hatten gehört, es gibt so einen Dreierschritt, es muss eine Gruppe sein, es sollte juristisch vorgegangen werden, aber es sollte auch gleichzeitig Publizität erreicht werden. Ist das so auch, wenn jetzt eine neue Initiative in Pankow aufstrebt, oder kommen da andere Dinge ins Spiel? Eine ganz große Rolle spielt die Kommunikation. Also ich bin ja dann gewechselt von der gesellschaftlichen Organisation in die repräsentative Demokratie. Es gibt eine Gruppe fühlt sich gestört durch irgendwas in ihrer Umgebung. Die setzen sich zusammen, gründen eine Bürgerinitiative, überlegen sich, wer ist zuständig, wo gehen wir hin. Und es geht also unglaublich viel um Kommunikation. Und die wenden sich zum Beispiel an die Fraktionen bei uns im Kommunalparlament. So ein bisschen nach gesellschaftlich-kultureller Präferenz. Also die, wenn es darum geht, es gibt irgendwo zu wenig Parkplätze, dann gehen die eher nicht zu den Grünen, sondern gehen zur CDU. Diejenigen, die die Parkanlage erhalten wollen oder eine Verbesserung für Kinder und Jugendliche, gehen dann eher SPD, Linke, Grüne. Und es wird also sehr viel kommuniziert und es geht dann auch sehr schnell. Es gibt bei uns sehr gute Möglichkeiten, sich direkt in den auch parlamentarisch diskursiven Prozess einzubringen, also Besuch von Fraktionssitzungen, aber auch Besuch von in Ausschüssen, Mitsprache, die Bürger haben ein Rederecht und es setzt dann so ein längerer Aushandlungsprozess ein. Der juristische Weg wird eigentlich bei uns ganz, ganz selten beschritten, spielt kaum eine Rolle. Das ist manchmal dann so bei hochformellen Bebauungsplanverfahren kommt es vor, dass dann ein benachbarter Eigentümer dagegen klagt. Aber das ist dann wirklich die juristische Ebene. Das kommt bei unserer Politik gar nicht an, weil wir können ja auch das Gericht nicht beeinflussen. Das ist einfach ein anderer, völlig anderer Weg. Das ist, glaube ich, auch eine Besonderheit von Naschgorod insbesondere, also von unserer Stadt, der Organisationen, der Bewegung in Machatschkala insbesondere, weil sie ja auf diesem Wege versuchen, recht systematisch, aber im Grunde genommen sehr besonnen und ruhig ständig zu arbeiten, um Einfluss zu nehmen. Sehen Sie auch schon, es ist wahrscheinlich noch zu früh zu fragen, aber sehen Sie schon die Möglichkeit, dass tatsächlich Behörden sich langsam umstellen, dass sie Vertreter der Behörden auch zu einem langsamen Umdenken bewegen zu können? Oder ist das zu kurz nach anderthalb Jahren der Aktion? Nein, wissen Sie, ich glaube, es ist nicht zu früh, danach zu fragen. Aber bevor ich Ihnen antworte, möchte ich auch das kurz kommentieren, wie es mit der repräsentativen Demokratie bei uns funktioniert. Vielleicht irre ich mich. Ich denke, wenn wir eigene Abgeordnete hätten in der Stadtverwaltung oder im Stadtparlament, so
würden wir es nicht so sehr brauchen, so stark vorzugehen und so viele Massenkundgebungen zu veranstalten. Denn da hätten wir durchaus andere Einflussmöglichkeiten. Das müssen ja die Abgeordneten machen. Es ist ihre Aufgabe, sich für die Menschen einzusetzen und die Interessen der Bürger zu schützen. Und das ist unser Plan, das wollen wir erreichen. Jetzt haben wir keine Abgeordneten im Parlament, wir können nur vor Gericht ziehen. Die Gerichte sind auch mal unabhängig, mal abhängig, aber auf jeden Fall nutzen wir diese Mittel. Und schließlich unser Massencharakter, Demos, das, was man bei uns nicht so gerne macht. Und das hilft uns wirklich ins Ziel zu treffen, ins Auge. Ob dieses Umdenken stattfindet? Nun ja, ich gehe in unserem Kampf davon aus, dass in der Stadtverwaltung oder in anderen staatlichen Stellen es immer verschiedene Interessengruppen gibt, die einander bekämpfen. Es gibt, sage ich mal, ganz schlimme Beamte und nun weniger schlimme Beamte. Ganz schlimme und einfach schlimme. Und das sind verschiedene Gruppen. Wir versuchen, diese Gruppen gegeneinander auszuspielen. Wir versuchen, diesen Menschen nahezulegen, also diejenigen, die nicht so ganz schlimm sind natürlich, wir versuchen, denen nahezulegen, dass sie die anderen beeinflussen sollten, und das funktioniert auch manchmal. Wir hatten Gerichtsprozesse, wo offizielle staatliche Medien gar nichts berichten. Es gibt gar keine Berichterstattung über die Prozesse. Und für uns gab es doch eine Überraschung. Es gab einen Gerichtsprozess über einen Park und plötzlich kam jemand aus dem republikanischen Fernsehen in den Gerichtssaal. Wirklich mit Kameramann, mit Kamera, und dachte, aha, da ist was passiert. Etwas ist passiert, denn so einfach kommen sie nicht in den Gerichtssaal. Das bedeutet, jemand muss die geschickt haben. Jemand ganz oben. Jemand will da uns unterstützen. Und jemand will uns instrumentalisieren im Kampf gegen den damaligen Oberbürgermeister von Machatschkala. Und das tun wir auch. Wir wollen die Differenzen zwischen den Menschen ausnutzen. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Auf jeden Fall ist es immer etwas, was man machen kann. Und der zweite Punkt, es gibt schon Konflikte. Es gibt Konfliktfälle, wo die Stadt zum Beispiel ein Grundstück im Park oder in einer Grünanlage verkaufen will. Wir machen viel Lärm. Und das genügt manchmal. Das genügt und die Stadt gibt die Pläne auf. Ich habe ja gesagt, drei der Bürgermeister sitzen schon hinter Gittern. Drei von vier, die Machatschkala je kannte. Der vierte ist wohl vorsichtiger geworden, weil er weiß, wo seine drei Vorgänger gelandet sind. Das können wir ausnutzen. Und wir hoffen, dass wir irgendwann eine andere Qualität erreichen, dass sie nicht nur ängstlich da sitzen und warten, bis der Polizeiwagen kommt und sie abholt, sondern dass sie konstruktiv mit uns zusammenarbeiten. Nicht, weil sie Angst haben, sondern weil sie etwas Gutes für die Stadt und für die Bürger tun wollen. Aber wir sind noch nicht so weit. Da müssen wir noch mit Angst da irgendwie vorgehen. Ich weiß nicht, ob das noch lange dauert, aber momentan sieht es so aus. Die Aktivistin erklärt, Daria, dass es sehr sinnvoll ist, wenn man ein bestimmtes Problem lösen will, sich in die Gedankenwelt sozusagen der Behörde beispielsweise zu versetzen und dann einen Vorschlag zu machen, der im Grunde genommen beiden nützt. Die Behörde hat ja häufig auch ein Problem an der Hacke, das sie loswerden möchte. Wie ist die Erfahrung gerade auch aus, ich weiß nicht, wie weit Sie es beurteilen können, aber gerade aus St. Petersburg, wie ist die Zusammenarbeit mit den Behörden und was war nötig, wenn es denn eine teilweise schon gute gibt, was war nötig, so weit zu kommen? Wir versuchen, mit dem Staat und mit den Beamten in Petersburg und in Moskau zusammenzuarbeiten. Das betrifft sehr verschiedene, sehr unterschiedliche Fragen. Zum Beispiel, wir wollen irgendwo in St. Petersburg so eine Notunterkunft, so eine Wärmeunterkunft da installieren. Und dafür brauchen wir eine Genehmigung der Bezirksverwaltung. Oder wir brauchen einen Raum. Oder wir wollen zum Beispiel die Gesetze verändern. Da gibt es nämlich ein großes Problem. In Russland, so funktioniert das System. In Russland sind alle Rechte mit dem Wohnsitz, mit der Anmeldung verbunden. Wenn jemand keinen offiziellen Wohnsitz angemeldet hat oder keine Unterlagen hat, dann kann man die meisten Rechte gar nicht wahrnehmen. Unsere Erfahrung zeigt, dass es immer sehr unterschiedlich ausfallen kann. Dieses Fallbeispiel mit der Wäscherei, das hat ja gezeigt, dass ein lokaler Misserfolg war. Wir sind damals gescheitert, aber das hat dazu geführt,
dass innerhalb von 6 Wochen 150 verschiedene Beiträge in verschiedenen Massenmedien erschienen sind. In den lokalen Medien, in den föderalen Medien, sie alle schrieben über Obdachlose, über die Vorurteile rund um Obdachlose, über diesen Konflikt zwischen den Anwohnern und uns oder dieser Wäscherei. Und das hat schließlich dazu geführt, da muss ich kommentieren, in Russland gibt es so ein Organ, zivile Kammer oder Gesellschaftskammer. Es gibt die auf föderaler Ebene und auf regionaler Ebene. Und dort fanden gleich 2 Sitzungen dieser Gesellschaftskammer in Moskau und auf der föderalen Ebene zum Thema, wie man Obdachlosen hilft. Seit 1990, seit der Gründung unserer Organisation, hatten wir noch nie so eine Erfahrung gemacht, dass das Thema Obdachlosenhilfe so offen diskutiert wird. Unter den Beamten, unter der Öffentlichkeit. Und der Trigger war nur unsere Absicht, eine Wäscherei für Obdachlose in einem Stadtbezirk zu eröffnen. Wir haben es nicht mal geschafft, das zu eröffnen. Eine Ankündigung reichte schon, dass es irgendwann geplant wird. Und das hat schon zu solch einer breiten öffentlichen Diskussion geführt. Ansonsten geben wir uns natürlich Mühe, auch der Moskauer Stadtverwaltung zum Beispiel etwas mitzuteilen, bevor wir die Stadtverwaltung um einen Raum bitten, schicken wir denen einen Vorschlag darüber, wie wir denn kooperieren könnten, warum wir in Moskau unbedingt ein Büro eröffnen wollen, warum wir was Gutes für die Stadt tun, warum es gut für die Stadt ist und welche Probleme wir für die Stadt so lösen können. Das ist ja ein wichtiges soziales Problem. Manchmal funktioniert diese Zusammenarbeit besser, manchmal schlechter. In St. Petersburg zum Beispiel, da führen wir seit mehreren Jahren schon soziale Werbeaktionen durch. Wir haben ca. 10 Absagen erhalten von staatlichen Stellen. Wir durften 10 solche Aktionen nicht durchführen. Alle Standorte, die man uns vorschlägt, das sind meistens Standorte von Unternehmen, Privatunternehmen, die uns ihre Fläche anbieten. Und staatliche Stellen wollen uns keine Räume anbieten, die der Stadt gehören. Aus verschiedenen Gründen. Sie finden da immer verschiedene Ausreden, aber da klappt eben nicht so gut. Andererseits haben wir den Raum, wo wir in St. Petersburg arbeiten, vom Staat bekommen. Wir müssen da nur kommunale Zahlungen zahlen und keine Rente. Wenn es Fragen gibt aus dem Saal, ich sehe hier im Mittelgang 2 Fragen, hier ist eine dritte Frage. Wir sammeln mal 3 Fragen. Wenn sie ausdrücklich an einen der Teilnehmerinnen, an eine der Teilnehmerinnen, an einen der Teilnehmer gerichtet ist, sagen Sie das bitte mit dazu. Und nach den 3 Fragen machen wir sozusagen eine kleine Antwortrunde. Es kommt gleich ein Mikrofon zu Ihnen. So. Ja, dann haben wir 4, dann sammeln wir jetzt 4 und dann machen wir erstmal ja hier vorne. Mhm. Guten Tag, mein Name ist Nikolai Klemenyuk, ich bin Journalist und ich hätte ein kleines Kommentar. Wenn Sie Kommentar ganz kurz machen könnten und dann zur Frage kommen, weil wir eigentlich Fragen haben möchten. Ja, Sie haben gesagt, dass Sie selbst Organisation für progressive und demokratisch gestimmte Menschen charakteristisch ist. Aber die russische Erfahrung zeigt uns etwas Entgegengesetztes. Es gibt ganz viele Selbstorganisationsmaßnahmen im konservativen Bereich. Und das, was Daniel gesagt hat, das war ein wunderbares Beispiel, wo Menschen sich gegen die Wäscherei für obdachlose Menschen organisiert haben. Es gibt viele Elternorganisationen, die gegen sexuelle Bildung in den Schulen auftreten. Es gibt Menschen, die gegen verschiedene Minderheiten sich organisieren. Es gibt eine Organisation in Tatarstan, die es erzählt hat, dass der Status der tatarischen Sprache in Tatarstan selbst jetzt weniger wichtig ist als der des Russischen. Und es gibt verschiedene andere Beispiele, wo gar nicht progressive und gar nicht demokratische Menschen miteinander sich ganz gut organisieren. Dann gibt es ein Phänomen von Nawalny, der Menschen rund um eine nationalistische Agenda organisiert und bei den Bürgermeisterwahlen
hat er ja zum Hauptthema die Bekämpfung der illegalen Arbeitsmigration gemacht. Und dann hat die Moskauer Stadtverwaltung spezielle Lager für diese Arbeitsmigranten organisiert. Das würde ich deswegen nicht so formulieren, wie Sie das gemacht haben, dass man die Selbstorganisierung und bedingt mit Demokratie verbindet. Frage, eine Gefährdung für die Demokratisierung Russlands sei. Bitte. Nikita Jolkwer, Deutsche Welle. Mir кажется, что как раз Элла Памфилова... Frau Paniach hat gerade, glaube ich, das auch erwähnt, dass die konservative Bevölkerungsschichten sich auch sehr gut organisieren können. Ich hätte aber eine Frage an Nassian. Sie haben mit viel Fatalismus zuerst gesagt, dass bei Ihnen in Dagestan so gut wie gar nicht gewählt wird, dass man das alles kauft, dass diese Stellen sind käuflich. Aber dann haben Sie auch gesagt, dass ohne Abgeordnete auch Sie keine Erfolge erzielen könnten. Wieso gehen Sie denn nicht für die richtigen Wahlen auf die Straße? Nikolai Ivanov, ich komme aus St. Petersburg, aber ich habe eine Frage an Arsen. Und ich habe sehr viel Respekt vor Ihnen. Das ist wirklich etwas Exotisches, was Sie für mich sind. Ich bekomme ja nur Nachrichten aus dem Nordkaukasus und wir lesen das nur auf Papier über diese Beziehungen zwischen Oppositionellen und der Regierung, über diese blutigen Auseinandersetzungen gegen Memorial mit Morden an oppositionellen Journalisten. Meine Frage ist, wie entgehen Sie diese Repressalien? Schweigen Sie jetzt darüber und es gibt sie sehr wohl oder können Sie uns darüber kurz berichten? Guten Tag, mein Name ist Maria Walnowska, ich komme aus der Krim und ich wohne in Berlin. Ich hätte eine Frage an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Was war der Hauptimpuls oder was wäre ein Hauptimpuls für die Modernisierung in Russland? Hängt tatsächlich alles von der Regierung ab? Es war angesprochen worden, ich will es kurz aufgreifen, ist die Selbstorganisation eventuell sogar gefährlich für eine demokratische Entwicklung Russlands? Sie sind ja im Grunde genommen auch mit einem bestimmten Teil der Zivilgesellschaft in Konflikt geraten bei Ihrem Projekt in Moskau. Ich glaube nicht, dass diese Selbstorganisierung eine Bedrohung für Lösung von sozialen Problemen ist. Diese gesellschaftliche Erscheinung hat eine Bezeichnung, heißt Not in my backyard. Und damit sind viele gesellschaftliche Projekte in verschiedensten Ländern der Welt konfrontiert. Und das ist ein Phänomen, wo Einwohner eines Bezirkes gegen alle möglichen Veränderungen in ihrem Bezirk vorgehen werden. Und eine andere Sache ist natürlich, dass gerade bei uns, in unserem Fall, war es zum ersten Mal in Moskau diese zivile Bewegung. Und es war deswegen so charakteristisch plötzlich. Und als die Anwohner dann sagten, dass sie Wohlfahrt allgemein sehr gut empfinden und alle sind willig zu helfen, aber bitte helfen Sie Ihren Obdachlosen nicht bei uns hier in unserem Bezirk, sondern irgendwo weiter weg. Ja, diese Organisierung der Menschen, die sich für ihre Interessen einsetzen, halte ich für richtig und für einen guten Trend. Aber andererseits besteht unsere Hauptschlussfolgerung aus dieser Situation, dass wir die gesellschaftliche Meinung, die öffentliche Meinung besser einschätzen müssen. Wir haben diesen Widerstand unterschätzt, weil seit 28 Jahren unserer Arbeit in St. Petersburg haben wir es ja eigentlich abgewohnt, dass die lokale Bevölkerung gegen uns ist. Aber als wir die Wäscherei in St. Petersburg mal geöffnet haben, damals sahen wir, dass das Projekt ist, wo uns
die Menschen besuchen, die noch am besten drauf sind. Sie haben noch viele Ressourcen, um von der Straße wegzukommen. Und deswegen gab es in St. Petersburg gar keine Gespräche darüber, dass man dieses Projekt vielleicht nicht braucht oder man es irgendwie umsiedeln sollte oder überhaupt aufhören sollte. Wir sollten in Moskau besser die öffentliche Meinung einschätzen und vielleicht etwas mehr Vorarbeit leisten. Ansonsten bin ich nur dafür, dass Bürger sich vereinen und eigene Interessen durchsetzen. Narsen, die eine zu den Wahlen und eigenen Abgeordneten, die andere Frage zum Nordkaukasus insgesamt. Nun. Ja, ich möchte nicht die Abgeordneten unserer gesellschaftlichen Bewegung entgegensetzen, aber wenn wir Abgeordnete hätten, die tatsächlich unsere Interessen repräsentiert hätten, dann wären unsere expressive Handlungen wie Kundgebungen zum Beispiel nicht notwendig gewesen. Vielleicht werden wir jetzt auch vor Gericht gehen, dass wir seinen Masterplan vielleicht gibt es sowas auch in Deutschland. Wir haben ja so einen Masterplan für die gesamte Stadt, wie die Stadt sich weiterentwickeln wird und wie sie bebaut wird. Und das wollen wir jetzt auch anfechten vor Gericht bei uns. Und wenn wir das auf legalem Wege nicht schaffen, dann gehen wir auf die Straße. Aber einen anderen Weg sehen wir auch nicht. Wir haben ziemlich geringen Satz an Instrumenten, die uns zugänglich sind. Wenn wir die Abgeordneten hätten, dann könnten wir auch durch die Abgeordneten handeln. Das ist auch die Antwort, warum wir diese gesamte Situation mit Wahlen nicht beeinflussen. Wir sehen diese Situation, wir wollen uns daran beteiligen. Und ich habe auch kandidiert zum Regionalparlament von Dagestan und wir waren dann auch Wahlbeobachter bei den Wahlen. Aber es ist nun so gelaufen, dass diese letzten zwei Wahlrunden, die wir hatten, da hatten wir einfach zu wenig Kraft, um irgendwas zu unternehmen. Wir waren so unter Druck, bis zum geht nicht mehr. Wir hatten also alle Ressourcen, die diese korrumpierten Eliten hatten, sie waren alle gegen uns gerichtet. Und wir hatten schlechthin keine Kraft. Wir hatten 15 bis 40 Personen, die aktiv sind, die aktiv waren damals. Und sie wurden alle beängstigt und es kamen starke Männer, die sie beschimpft haben. Und das war ja eine Lehre für uns, die wir gezogen haben. Gott sei Dank gab es keine Opfer damals und niemand wurde zusammengeschlagen. Obwohl, doch, einige wurden zusammengeschlagen. Aber wir planen in der Zukunft, wenn wir diese Stufe hinter uns haben, dann möchten wir auch gezielt mit den Wahlen arbeiten und mit den Problemen, die dort vorhanden sind. Wir möchten eine ganze Arbeitsgruppe bilden und sie wird sich den Wahlen widmen. Was die Repressalien und den Druck anbelangt, ja, es ist ja nicht umsonst, dass man im Nordkaukasus Angst vor solchen gesellschaftlichen Organisationen hat, denn man verbindet ja diesen Druck und diese Bedrohungen damit. Was unterscheidet aber uns von Memorial? Bei Memorial werden ja Büroräume abgebrannt, es werden Menschen ermordet und so weiter. Aber sie beschäftigen sich ja mit Kriminaldelikten und sie konfrontieren mit der lokalen Polizei. Sie sind wirklich gefährlich. Ich meine nicht, dass da alle Verbrecher sind in der Polizei, aber ich glaube, viele Menschen, die dort den sogenannten religiösen Extremismus gekämpft haben, haben sozusagen carte blanche bekommen, so eine Lizenz zum Töten sozusagen. Und deswegen führen sie jetzt einen viel gefährlicheren Kampf. Wir wollen diese Menschen nicht bekämpfen. Wir bekämpfen die Menschen, die die Parks abschaffen wollen oder die Stadt bebauen wollen. Wir kämpfen gegen die Stadtverwaltung. Natürlich gibt es auch einen Kampf gegen Korruption in Dagestan. Und deswegen habe ich auch schon mehrmals erwähnt, dass drei Bürgermeister bereits im Knast sind. Und jeder nächste Bürgermeister ist ja etwas schwächer in dieser Hinsicht als die anderen. Vor 7 Jahren hätten wir so
gar keine Möglichkeit gehabt zu demonstrieren. Es war wirklich gefährlich, ohne Scherz, das war gefährlich, auf die Straße zu gehen. Aber jetzt ist es nicht mehr so. Obwohl, manchmal müssen auch wir vorsichtig sein. Vor kurzem haben wir gegen eine Kathedrale gekämpft, die in einem Park gebaut werden sollte. Das wird von der russischen Kirche gebaut. Das ist auch ein wirklich großer Gegner. Ich meine nicht, dass sie jemanden zusammenschlagen wollen, aber sie haben viele Ressourcen, die sie anwenden wollen. Und es war sehr heikel in dieser Hinsicht. Wir sind ja eine nationale Republik. Und jetzt gegen die Kathedrale vorzugehen, die eigentlich für eine Minderheit, nämlich für die orthodoxen Russen, gebaut werden sollte. Das ist ja eine heikle Sache. Dann wird man auch schnell als Extremist bezeichnet in dieser Situation. Aber Gott sei Dank sind wir eine Gruppe. Und in unserer Gruppe gibt es auch Russen und es gibt auch Orthodoxen. Die sind auch gegen diese Kathedrale aus offensichtlichen Gründen. In diesem Bezirk gibt es 3 Parks und es ist der einzige Park in diesem kleinen Bezirk und gerade dort möchte man die Kathedrale bauen. Das heißt, dieser Park wird vernichtet. Das war offensichtlich, dass Menschen dagegen sind. Und dann waren bei uns nur Russen, die vor Gericht gegangen sind, damit sie nicht des islamischen Terrorismus beschuldigt werden könnten. Ja? Wir hatten auch eine Kundgebung, die nicht genehmigt wurde, die eigentlich auch von den Russen initiiert wurde. Und es war eine interessante Nachricht in den Medien. All das sollte vor dem Denkmal für eine russische Lehrerin durchgeführt werden. Und die Nachricht lautete wie folgt: Vor dem Denkmal der russischen Lehrerin wurde ein russischer Lehrer, also unser Aktivist, verhaftet, weil er gegen Bau einer russischen Kathedrale protestierte. Also das war wirklich lustig. Und dann haben die Polizisten, die ja ziemlich schlechte Reputation bei uns haben, sie haben mit uns auch ein Gespräch geführt und diese Polizisten sind bekannt dadurch, dass sie normalerweise ziemlich hart vorgehen. Und trotzdem, sogar mit ihnen konnten wir ein gutes Gespräch führen. Sie hatten 30 Minuten mit uns gesprochen und gesagt, eigentlich unterstützen wir euch auch. Wir denken auch nicht, dass es richtig ist, die letzten Grünanlagen in diesem Teil der Stadt abzuschaffen. Also es ist normal. Man kann sagen, ja, wir haben noch Glück. Oder man kann sagen, wir können das jetzt noch gut und vernünftig kalkulieren. Ich weiß nicht, aber es gelingt immer noch. Da ging es nochmal um Modernisierung. Wir sind ja bei unserer Veranstaltung von der Modernisierung von unten ausgegangen. Welche Rolle spielt der Staat? Wo muss der Staat dann auch mitmachen bei einer Modernisierung? Вопрос был о том, какую роль играет государство, значит, когда государство нужно тоже для модернизации, даже если оно снизу вот работает. Wann braucht man denn den Staat? Die Qualität des Staates in Russland ist viel schlechter als die Qualität der russischen Bevölkerung. Die russische Bevölkerung entwickelt sich weiterhin. Dieses Humankapital wird weiterhin erhöht, angesammelt. Es gibt immer mehr Arten, wie die Gesellschaft mit und untereinander zusammenarbeitet und sich koordiniert. Der Staat möchte sich so gut wie gar nicht beibringen, sich damit auseinanderzusetzen. Man schließt einfach die Augen oder man geht in den Widerstand von der Seite des Staates. Der Staat versteht kaum die Probleme, rund um welche sich Menschen mobilisieren. Andererseits, und da gehe ich wieder zurück an die Frage, ob die Selbstorganisation mit nur Gutem assoziiert werden soll. Nein, das muss man nicht machen. Es gibt auch schreckliche Menschen, die sich rund um eine schlechte Idee organisieren können. Und dann kommt es zu großen Problemen. Wir hatten aber bereits eine Etappe, wo diese Fähigkeiten am besten die Menschen, die die fortschrittlichsten
sind, sich angeeignet haben. Oder die Nationalisten. Schauen Sie, so ein talentierter Politiker wie Nawalny hat 2013 dieses Thema Nationalismus, er hat damit ein bisschen rumgespielt, aber jetzt tut er das nicht mehr, weil dieses Thema den mobilen Teil der Gesellschaft nicht mehr so gut mobilisieren kann, nicht mehr so gut organisieren kann. Es gibt natürlich auch die Mobilisierung rund ums Zentrum, aber das ist eine andere Geschichte. In Russland fand gerade eine Forschung der Russischen Akademie für Staatsdienst und Volkswirtschaft statt. Und da wurde gefragt, welche Parteien fehlen denn der russischen Bevölkerung im politischen Spektrum. Und es stellte sich heraus, dass praktisch alle Menschen mit unserer Parteistruktur unzufrieden sind. Nur 13% waren zufrieden. Und die Ergebnisse sind ungefähr so. Über 40% sind der Meinung, dass wir eine linke Partei, sozialistische oder sozialdemokratische, gut gebrauchen könnten. Etwa 30, irgendwas Prozent denken, dass wir einen Mangel an liberalen Kräften in unserem politischen Spektrum haben. Und die Rating von Nationalisten ist etwa über 10%. Nicht so viele Menschen sehnen sich nach einer nationalistischen Partei im russischen Parlament, obwohl es solche Menschen gibt es auch. Solche Menschen gibt es auch. Man soll nicht von oben gesetzten Beamten als reale Nationalisten halten. Ich glaube, aus meiner Sicht gibt es in Russland Mangel an allen drei Richtungen. Ich glaube, alle Sichten, die massenhaft unterstützt sind, müssen auch im Parlament vertreten werden. Ansonsten, ja, 99% der Unterstützer dieser Ansichten werden unzufrieden und 1% wird irgendwelche unparlamentarische Methoden verwenden, um eigene Ansichten durchzusetzen. Es ist nicht schön, wenn 10% der Bevölkerung sich nicht im Parlament repräsentiert sehen. Unser Staat kann nicht mit diesem ganzen Spektrum an Ideen und Meinungen kommunizieren, ganz von Interessen zu schweigen. Der Staat kann nicht, weil er nicht will oder weil dieser Staat irgendwie ein schrecklicher, repressiver Staat ist. Der Staat kann es schlicht und ergreifend nicht. Er versteht nicht, wie das funktioniert. Und der Staat ist nicht so aufgebaut, dass er das schnell lernen kann. Dem Staat bleibt es nur übrig, sich zurückzuziehen oder zu unterdrücken. Der Staat reagiert auf Lärm. Wenn jemand Lärm macht in den sozialen Medien, dann reagiert der Staat darauf, manchmal mit Terrormaßnahmen. Aber wenn der Staat kann, wenn das ideell nicht allzu wichtig ist für den Staat, dann reagiert er oft dadurch, dass der Staat auch Interesse für das Problem zeigt und sich des Problems annimmt. Das stimmt wirklich. Das war die erste Runde an unserem heutigen Abend. Wir haben jetzt gut 20 Minuten Zeit. Eine Pause, in der vielleicht auch die eine oder andere Frage noch nachgefragt werden kann an die Teilnehmerinnen. Danach kommt das zweite Panel, das sich im Weiteren unserer Frage widmet. Vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben. Eine kleine Pause und dann geht es weiter. Applaus